Zack. Und raus damit. Heute teste ich hier mal wieder schön am Wolchow mit dem super leichten Setup und Wacky-Rig auf Kürbiskernbarsch. Und ich hoffe natürlich nach wie vor endlich mal den ollen Kürbiskernbarsch auch als Trophy zu fangen. Wäre doch sehr, sehr nice. Von daher muss man immer mal wieder testen. Und es sind tatsächlich auch immer wieder recht altbekannte Spots, die ja mal mehr, mal weniger gut laufen. Mal recht als schlecht, mal mehr oder weniger, wie gesagt, die großen Kürbisse liefern. Und nicht nur immer den ganzen Kleinkram. Das ist halt so der Knackpunkt. Es gehen immer mal wieder Spots, wo aber auch ganz, ganz viele kleine dabei sind. Und dass man da mal welche zieht, die auch so 200, 300 Gramm schwer sind, äußerst selten. Ich bin von der Hakengröße heute mal ein bisschen größer unterwegs. Ich war auch schon mal deutlich kleiner unterwegs, was auch funktioniert hat. Und heute nochmal wieder, na gucke mal, 142 immerhin. Heute nochmal wieder schön hier mit einem 6er Haken unterwegs. Also einfach nochmal wieder die große Nummer hier schieben und gucken, was so geht. Morgenstunden, ja, waren schon okay. Ich war jetzt gerade schon hier eine Zeit lang mal eben gucken. Na, gucke mal, 26 Minuten, es sind Kürbisse da. Also, der Fisch ist da. Es lübt. Aber es mangelt halt immer noch an der Größe. Also, es kommt ja tatsächlich auf die Größe an. Wir wollen den maximal größten Kürbis. Ist ja wohl klar. Und zack. Und dafür muss man halt einfach, glaube ich, Geduld haben. Und immer wieder ein bisschen rumzoppeln mit dem Wacky Rig. Zap, 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 zap. Ich weiß es gar nicht. Ich habe durchgeleiert gerade am Anfang. Einfach runtergestellt. Tempo 5, Tempo 10. Irgendwo was dazwischen. Und einfach rausgeworfen, durchgeleiert. Zack, waren die Bisse da. Funktioniert also auch. Jetzt gerade das Ganze nochmal ein bisschen umgestellt. Was sind wir jetzt hier gerade? Einholgeschwindigkeit 20. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, noch Shift gedrückt. Genau. Plus Shift. Und dann werfe ich im Idealfall kurz hinter das Grünzeug. Ich hatte übrigens bisher noch nicht einen Verhedderer, noch nicht einen Hänger in dem Baum, der hier liegt. Ist das der Hammer? Es gibt im Game Bäume, wo sich der Haken nicht drin verhakt. Und dann gibt es zum Beispiel am Moskitosee solche Bäume, da musst du nur in die Nähe werfen. Und dann hängt der Haken in der Luft. Zack. Aber so soll das ja auch sein. Zack, guck mal hier. Und das macht auch Bock. Da kann man einfach mal so schön dran vorbeiziehen oder drunter herziehen. Richtig gut. Also, ranziehen. Guck mal, jetzt gerade hier einer nach dem anderen. So moke wieder, ey. Und was habe ich? Tempo 20 mit Shift. Und dann mache ich immer so kleine Ruckler. Zack, zack, der nächste. Immer nur so kleine Intervalle. Kurz angekickt. Weil wir haben ja diesen Wecki-Wurm und der Wecki-Wurm, der muss ja schön wiggledy-diggledy, der muss ja in Wallung. Und damit er das kann, naja, entweder macht man den hier oder man macht halt mit zack, zack, mit dem Einkurbeln. Und wir sind ja jetzt hier gerade gegen die Strömung. Das heißt, das ist ja quasi verdoppelt sozusagen der Effekt. Bam, bam, immer so kleine Kicks da rein und dann gucken, dass da der nächste reinballert, der nächste Barsch, der Kürbiskern. Ja, ich gucke gerade mal eben, ziehen wir das mal eben jetzt hier nochmal durch und dann gucken wir gerade auf die Map und wir gucken uns das Setup an und dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Alles, was man braucht. Ich kann nochmal verlinken das Infovideo zum Wacky-Rig allgemein. Zack, da ist es. Da wird einfach nochmal erklärt, wie man damit rumhantieren kann, was man damit machen kann noch und so weiter. Absolut genial, aber natürlich auch absolut eher was fürs Endgame. Wenn man keine anderen Sorgen mehr hat im Game, dann kann man sich sowas mal, ja, mit sowas mal beschäftigen. Natürlich super spannend fürs Ultralight-Angeln. Da macht das natürlich Sinn, weil man da eben ganz besonders gut verschiedene kleine Fischarten oder auch einfach mal auch ein bisschen seltene
auf einem Ultralight-Setup fangen kann, die normalerweise sonst so mit Spinning eigentlich nichts am Hut haben. Denn wir haben ja hier auf dem Spinning-Set eine Art Wurm. Das ist halt das Geile hier dran. Und da kann man dann eben auch mal, ja, wurmaffine Fische mit beangeln. So, jetzt aber gucken wir mal eben auf die Map, wer es noch nicht erkannt hat. Wir sind unten am 4-Meter-Loch. Zack. Knapp dahinter. Ich habe auch schon ein bisschen rumprobiert, bin ja auch schon ein bisschen rumgerannt, habe auch schon von der anderen Seite aus probiert, nach da geworfen, meh. Dann habe ich nach da geworfen, meh. War jetzt auch nicht so geil. Dann habe ich mir gedacht, komm, der Bequemlichkeit halber, werfen wir einfach mal von hier aus noch ein bisschen weiter weg. Maximal immer auswerfen auf easy. War dann aber auch nicht so, da hast du hier vorne so viel Strecke. Zack, jetzt geht einer rein. Hast du hier vorne so viel Strecke, wo du kurbeln musst. Und jetzt hier in dem Bereich einfach von hier vorne stehen. 124, 120 ist ganz entspannt. Zack, ab ins Grüne da werfen. Oder ich würde sagen, knapp dahinter macht vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn. Und dann rumzubbeln mit dem Wecki-Wurm. Gucken wir uns das Setup nochmal an. Ist natürlich ein bisschen übertrieben. Wenn ihr vom Level so unterwegs seid, dass ihr hier gerade zum Donetsk könnt, habt ihr höchstwahrscheinlich auch Wecki-Rig noch nicht frei vom Skill. Bam. Was man da natürlich gut probieren kann, am Donetz funktioniert zweierlei immer richtig gut. Ich glaube, am besten funktioniert hier Posenangeln. Also einfach mal mit der Stippe hinstellen, kurz in die Rekorde reingucken. Egal was, Alltime-Rekorde oder aktuelle Rekorde, auf was, Stipprekorde natürlich dann, ne? Auf was beißt denn so der Kürbiskernbarsch und dann einfach so eine Köderauswahl raussuchen. Da gibt es bestimmt vielleicht zwei oder drei. Und dann raussuchen, testen, testen, testen. Und dann gucken, dass da der Kürbis reinballert. So, Setup hier für die großen Lümmels, die auch schon zu viel Kohle auf dem Account rumliegen haben und nicht wissen, wohin damit. Da kann man sich mal sowas Geiles hier gönnen. Bam, nochmal was Kleines. So, jetzt reicht aber. Und zwar habe ich jetzt hier in dem Fall die Vexilla Sahnestück, komplett übertrieben, komplett für super extrem seltene Einsatzgebiete, sehr, sehr, sehr speziell. Aber mal ein ganz geiles Teil, weil eben plus auf die ganzen Werte, das ist natürlich immer geil. Also wenn man mal eine Montageart testen will, die man nicht hat. Ich hatte bis vor kurzem zum Beispiel Vecki-Rig wieder verlernt. Mittlerweile habe ich wieder ein paar Points übrig gehabt, habe da wieder Skillpunkte reingemacht. Aber man hantiert halt dann konstant mit jeglicher dieser Gummifisch-Montagen komplett mit plus 3. Also komplett durchgeskillte Montage. Man muss die theoretisch im Spinning-Talentbaum nicht skillen. Dropshot zum Beispiel, Texas-Rig zum Beispiel, ist auf der Wechsler mit drin. Das heißt, wir haben hier alle drei Punkte und eben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit oder eine deutlich erhöhtere Wahrscheinlichkeit, Trophies zu fangen. Wenn wir jetzt, wie bei mir jetzt gerade, da ist es, Wecki-Rig direkt daneben, drei Punkte drin haben, haben wir schon die schön hohe Wertung. Die Vexilla bringt jetzt nochmal drei Punkte drauf. Allerdings ist die Wirkung nicht linear, bam, 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 immer mehr, immer mehr, immer mehr, sondern wird immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und dann die letzten, die weiteren drei bringen zwar noch ein bisschen was, aber halt nicht mehr so viel. Ja, so viel zu den Skillpunkten, so viel zum Kescher. Jetzt gucken wir nochmal ein Setup an. Setup sonst in Gänze, super fein. Nicht nur dann natürlich hier von der Route her. Übrigens die Vexilla auch ein richtig gutes Teil im Großgewicht. Also wenn man hier mal auf die etwas dickeren Brocken gehen will, suchen wir mal eben raus hier. Vexilla gibt es natürlich auch für die größeren Fische. Auch hier habe ich gerade Vecki-Rig wieder dran. Also kann man natürlich auch hier mit einem Einserhaken, 12 Kilo und so weiter, bis 40 Kilo Tragfähigkeit, eine absolute Kaufempfehlung, das Teil. Wegen der ganzen Montagearten, super geiles Wurfgewicht, könnte man sogar noch mit verwenden, wenn man gerade ein bisschen sparsam unterwegs ist, vielleicht für die Yama oder sowas, einfach wegen des Wurfgewichts. Hier die Werte, naja, für die Yama nicht ganz so interessant. So, jetzt aber. Ganz normal einfach hier kleines Setup,
3 Kilo an Vorfach, super dünn. Hier natürlich passend vom Wurfgewicht, sehr klein und fein. 6er Haken und die ganze Zeit bisher unterwegs mit dem normalen Wecki-Wurm hier. Da ist das Teil die 002, also der zweite von der klaren oder von der kleinen Standard Wecki-Wurm-Serie. Und dann gib ihm. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal kurz in den Kescher rein, was das Ganze denn so bringt. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch. Vielleicht ballert ja noch die Trophy rein. Ja, so ab 21 Uhr war dann auf einmal immer weniger los. Nichtsdestotrotz sind gerade noch ein paar schöne reingegangen. Und wir haben es jetzt, ja, kurz nach 10, 50 Fische im Kescher und in Gänze jetzt hier knapp auch 50 Minuten da gewesen. Das ist natürlich immer richtig eine gute Frequenz, wenn man Anzahl an Minuten in Fische hat. Oder noch besser, mehr Fisch als Minuten. Das ist halt immer top. Also, dann lügt das Ganze. Und wir gucken natürlich auch mal in den Fischmarkt jetzt hier rein, beziehungsweise schnell noch mal kurz zum Café. Ich war heute noch gar nicht drin hier. Kurz vorbeischauen. 4 Stück haben wir nicht. Haben wir nicht. Nicht. Sichling auch nicht. Okay. Also, im Fischmarkt. Kurz nach dem Preisen sortieren. Und da sind wir drin. Zack. Also, die schönen um die 200 Gramm. 11 Silber das Stück. 10 Silber, 10 Silber und so weiter. Nicht so verkehrt. Aber eben auch hier, man sieht's, ich würde sagen, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, unmaßig. Und das auf dem 6er Haken. Schade. Trotz allem in der Zeit hier 130 Silber. Und was ich gerade noch getestet habe, deutlich zu spüren, der Unterschied, durchleiern funktioniert. Aber dieses Intervall, zack, 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 hat besser funktioniert. Also mehr Frequenz, hat deutlich mehr gelockt. Also durchleiern, klar, kann man machen für nebenbei auf easy, wenn man noch nebenbei noch ein paar YouTube-Videos guckt. Und ansonsten Action, immer zap, zap, rein in den Intervall gehen und dann lügt das Ganze auch. Haben wir's? Haben wir's. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr. Petri.